Hallo Leute, Bartel hier vom YouTube-Kanal Dunkelschild. Das Ganze soll jetzt Teil 2 sein von der The Last of Us Survivors, von dem Eventbericht. Quasi, was war meine Rolle in dem Spiel? Was habe ich erlebt? Wie war das, was vom Spielleiter vorgesehen war, umgesetzt? Meine Rolle war Survivor, also Überlebender, quasi die grundlegende Gruppe in so einem Szenario. Ich war leider allein. Ich war der einzige Survivor, der die ersten 3 Tage da war. Meine ersten Quests waren quasi Feuer machen, einen Topf besorgen, die Lagerverstärkung mit aufbauen. Ursprünglich war es so gedacht, dass wir Survivor die Fallen Angels mit Nahrung versorgen und die uns dafür Schutz bieten. Das hat in dem Fall nicht geklappt, weil ich halt der Einzige war. Ich hatte die Quest zu angeln, bin also dann rausgegangen, habe Fische gefangen, habe die Fische fotografiert, die sind eingeleitet worden. Ich war nachts mit draußen, habe diese Horrormission mitgemacht, quasi geh in einen Bunker, hol dort Kisten raus, während Infizierte hinter dir her sind. Also man ist quasi durch ein dunkles Gebäude gelaufen, wo ein paar Blinklichter waren, hat versucht, keine Geräusche zu machen, hat versucht, überhaupt kein Licht zu machen. Und entsprechend möglichst leise rein, leise raus, damit die Infizierten nicht anspringen und auf einen losgehen. Das Ganze war so quasi die ersten 4 Tage oder die ersten 3 Tage. Das Event selbst war geplant für 7 Tage. Dadurch, dass wir relativ früh, also ich bin bei den Fallen Angels mitgelaufen, dadurch, dass wir als Fraktion relativ früh relativ viele Ressourcen schon hatten über diese Tokens, die man scannen kann. Dazu kann man im Teil 1 nochmal gucken, wie das funktionieren sollte. Dadurch, dass wir da relativ safe waren, wussten wir können abends loslaufen, können genug Essen, genug Trinken holen. Auch durch die Quests dann ist noch was reingekommen. Entsprechend war es relativ langweilig, weil wir haben die Quests gehabt, es waren nicht so viele, ich musste noch einen Wasserfilter bauen. Ansonsten ist man halt Wasser holen gegangen am See, hat das gefiltert, hat geguckt, dass das Feuer nicht ausgeht, ist von Token zu Token gerannt, hat das gescannt, versucht sich dabei nicht abschießen zu lassen. Zwischendrin wird dann mal das Lager überfallen, aber auf Airsoft-Basis. Und das Lasersystem haben wir halt nachts viel benutzt. Genau, also das war einfach vor sich hinspielen. Da war die Questdichte noch relativ gering an den ersten Tagen. Wir hatten eine einzige Horrormission. Das war, wie gesagt, in so einen Bunker reingehen und da Zeug rausholen. Ansonsten, wie gesagt, angeln, Feuer im Gang halten, kochen. Quasi dafür sorgen, dass das Lagerleben läuft. Zwischendrin halt öfter mal so kleine Scharmützel, auch dann abends 1 gegen 1 Arena, 2 gegen 2 Arena. Ich habe mich aus den ganzen Sachen gut rausgehalten. Danach kamen dann noch Leute, die hatten 2 Tage gebucht, beziehungsweise 4 Tage gebucht. Also man musste nicht das ganze Event nehmen, sondern konnte auch nur 2 oder 4 Tage buchen. Die haben wir im Prinzip aufgenommen, haben dann mit denen noch ein paar mehr Quests auch gekriegt. Da war dann zum Beispiel dabei Bau Schlingfallen, Bau Schlagfallen. Baut ihr einen Bogen, baut euch ein Floß. Dann gab es noch eine Nachtmission, Capture the Flag, 2 gegen 2 gegen 2, also 3 Fraktionen, jeweils 2 Teilnehmer, die in einem relativ kleinen Waldareal mit etwa 2 Meter hohen bis 2,50 Meter hohen Birken und Fichten Flaggenpunkte einnehmen mussten. Nachts. Entsprechend war auch klar, da sind Infizierte. In dem Fall bin ich dann tatsächlich als Infizierter aufgetreten, habe mich also schminken lassen, habe dort dann quasi, wenn die zu laut waren oder zu viel Licht gemacht haben, die erschreckt, einfach versucht, sie zu haschen mit den Händen, Berührung war tot. Das habe ich quasi die Nacht gemacht. Nachdem das Event vorbei war, sind wir dann noch als Gruppe der NPCs quer durchs Lager gelaufen, haben die noch ein bisschen verwüstet, einfach um diese Gefahr darzustellen. Dabei habe ich mir auch die Schramme geholt. Hat jemand gemeint, er müsste mir eine Tür entgegenschmeißen. Passiert. Die Infizierten waren unsterblich quasi, nicht mit den normalen Waffen zu töten. Was natürlich dafür gesorgt hat, dass die Leute einfach die Wahl hatten, sie wegzulocken. Man macht irgendwo Licht, Lärm, dann rennen die hin. Weg vom Lager zu locken. Oder einfach ruhig zu bleiben und sie machen zu lassen. Sie auf den Turm zu locken, die Leiter wegzunehmen. So Sachen hätte man machen können. Hat viel Spaß gemacht, reiner NPC, einfach Bespaßung für alle anderen Leute.
Und wie gesagt, die letzten 3-4 Tage waren dann nochmal mit anderen Survivern, die allerdings eher auch darauf aus waren, dann Lasertag zu spielen, Airsoft zu spielen. Das Airsoft-Spiel ist dann relativ schnell eingeschlafen, weil einfach auch die Gegenden, in denen Airsoft gespielt werden durfte, nicht viel Anreiz geboten haben, dorthin zu gehen. Zum anderen, das Lasersystem ist halt deutlich interessanter, weil es viel höhere Reichweiten hat. Und dadurch, dass nicht jeder eine eigene Waffe hatte und nicht alle Leute, die eine eigene Waffe hatten, die auch zur Verfügung gestellt haben, die Leihwaffen nur begrenzt verfügbar waren, haben eben viele Leute nicht gespielt. Es war halt so, es war auch ein bisschen blöd, dass die, zumindest für mich, wenn man rausgegangen ist, hat man entweder Lasertag oder Airsoft mitgenommen. Wenn man jetzt durchs Airsoft-Gebiet musste, um im Laserwar-System eine Mission zu machen, muss man sich entscheiden, was nehme ich mit. Ich bin dann meistens mit der Airsoft losgegangen oder ganz ohne, beziehungsweise mit einem Kopfband, was mich erschießen konnte mit Laser, aber ich konnte mich nicht wehren, ganz einfach, weil ich einfach schneller unterwegs war. Am Ende habe ich dann meinen Bogen, den ich geschnitzt hatte, über den Rücken geschnallt, bin damit losgezogen, habe verschiedene Leute ausspioniert, also bin quasi hinter denen hergeschlichen. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht, Informationen gesammelt und ansonsten war weiterhin Tocken sammeln. Die wurden dann, wie gesagt, in Kilokalorien und Essen umgerichtet. Abends ging es dann, nachts ging es dann zum Händler. Einmal einsammeln, wieder rausbringen. Man konnte das Ganze, was man dann hatte, in eine Lootkiste packen. Das war auch die Kiste, die andere Leute, die das Lager angreifen, leeren konnten dann quasi. Das heißt, man hat das Lager eingenommen, konnte sich dadurch nochmal Essen oder Trinken sichern und es den anderen natürlich wegnehmen. Entsprechend waren es, am Ende waren es dann 6 Tage. Die waren anstrengend. Ich habe in den 6 Tagen 4,5 Kilo Gewicht verloren. Einfach Mangelernährung. Wasser war aber genug da. Ich hätte auch genug zu essen gehabt, aber ich habe einfach dadurch, dass so viel draußen war, nicht dran gedacht und es lief eigentlich gut. Also ich kenne auch meinen Körper mittlerweile. Genau, so hat es dann, so habe ich in dem Setting funktioniert. Ich bin bei den Fallen Angels quasi dann nicht als einzelstehende Fraktion gewesen. Die, ja, das hat so eigentlich, ist dann so gelaufen. Passt.